Hallo miteinander, willkommen zurück zu Panzer Cops 2 mit Torren Gant. Weiter geht's mit diesem äußerst eigenartigen Szenario. Wir sind dran. Uns ein Jäger gekauft. Jetzt schauen wir mal, was wir hier alles auffüllen. Ich müsste mal hier so die Panzer so ein bisschen auffüllen, alle. Dich auf jeden Fall eigentlich wieder auffüllen, bevor dann schon wieder die Hälfte unserer Ressourcen. Wenn wir ein Stück jetzt auffüllen müssen, da kann man sich jetzt drüber streiten. Das ist auch völlig okay hier. 1 und 10 ist halt, sag ich mal, nicht ungeil. Ich überlege nur, eigentlich bräuchten wir dich hier irgendwie. Heißt, Recon fährt mal hier raus. Mal die Infanterie hier angreifen. So, ja, das ist eine sehr schmerzhafte Angelegenheit leider. Okay, 0 und 4. Versuchen wir euch mal noch ein bisschen zu disrupten, bevor wir angreifen. Also, es gab sogar Schaden. Infanterie kommt eh nicht ran. So, aber du, ja, das ist doch super. Ja, gegen der Matilda 2 und 4. Ja, gern klauen dieses Ding hier. 1 und 1. Du bist ein 3H. Ja, wir könnten höchstens, wenn wir das Feld hier irgendwie frei machen, ich müsste ihn halt. Idealerweise töten wir den. Ich will eigentlich auch ihn töten. Okay, da habe ich gehofft, dass er wegfährt. Wegläuft. Dann mal hier nehme ich das Feld frei. Jetzt kannst du hier hin. So. Kannst hier einen Schuss drauf machen. Jetzt kannst du sie vollständig ausschalten und du kommst dann hoffentlich in Overrun und dann kannst du die vollständig ausschalten. Super. Scouten wir mal hier ein wenig. Tatsächlich ist das hier alles frei. Das ist super, dann kann nämlich unser Scout das nächste runter einnehmen, hier den ganzen Norden. Wir können uns schon mal hier runter bewegen. Hier oben ja noch die Matilda. Das 1 und 1 ist wieder so ein Mäh-Vergleich, aber ich denke, wir machen es mal. So schneller das Ding tot ist, umso besser. Jetzt wieder hier. Ach, du kommst sogar noch ran. Ah, dann rebase ich nächste Runde erst. Okay, go. Mich nicht erwartet, deswegen. Ja. Ja. So, hau den da mal raus. Gut. Sehr gut. Du hast weiter hier diese Arterien, die sich jede Runde wieder neu auffüllt. Okay. So ist das hier auch safe. 223 Prestige. Damit können wir nicht so ganz gut was auffüllen. Ah ja, natürlich die Infanterie. Müsste sich dann auch mal jetzt hier in die Richtung bewegen. Boah, ich hoffe nicht, dass die jemanden hier rüber geschickt haben. Ist das so direkt auf direkten Wege? Sobald die Jungs hier fertig sind, da sind sie ja gleich hoffentlich, dann können sie hier rüber gehen und hier vielleicht im Süden angreifen. Ja, da bleiben wir stehen. Ach ja, du hast ja auch, du kannst sogar den nochmal angreifen. Ja, tu es. Ja, schon sagen, nicht wieder aus dem Encirclement rausfahren. Das wäre nicht nett. Nee, dich wollen wir eh auffüllen. Aber umso weiter vorne will ich auffüllen, umso besser ist es ja eigentlich. Und wir machen das Encirclement nicht auf, also kommen wir weiter vor. Eigentlich ist es egal. So, unsere Panzerabwehr stellt sich hier hin. Passen dir nochmal eine neue Camo. Und die hier, unsere Jäger-Camo. Jetzt haben sie das besetzt.
Es kommt doch mal ein Voller wieder. Jetzt sind die Artillerie wieder aufgefüllt. Okay, töten wir dich? Du kommst hiermit vor. Ist zwar Gegenfeuer, aber das ist schon okay. Ach shit, ich hätte wieder warten sollen. Ja, zieh dich zurück. Mein Fehler. Könnte ich jetzt mit Andu wieder. Weißt du was? Ja. Wobei, wahrscheinlich. Nee, es macht keinen Unterschied. Ja, es macht keinen Unterschied. Okay. Keiner gesehen, ne? So, wir könnten jetzt hier zwar runter, aber ja. Angreifen kann man sie trotzdem nicht. Okay, also gut. Dich auffüllen. Mal. So, jetzt haben wir hier natürlich den Jäger wieder. Wir haben natürlich jetzt mehr Jäger hier am Start, was super ist. Dann beginnen wir hier nämlich mal mit dem. Abschlachten. Schon, vielleicht reicht das ja. Das wäre gut. Dann könnte sich der eine nämlich auffüllen. Sehr schön. Oder wir rebasen dich erst. Das würde auch eine Menge kosten, aber wahrscheinlich brauchen wir das da. Eventuell. Rebasen müssten wir dich auch. Dann rebasen wir dich zuerst. So. Jetzt die Sache hier. Ja, die haben sie jetzt in der Stadt da verschanzt. Das war natürlich zu erwarten. Die Panzerabwehr hier. Erledigt die Matilda. So. Okay, du holst mal das hier. Jetzt lauter verschiedene Commonwealth-Jungs, die da überall rumstehen. Scouten mal. Ah ja, hier stehen Panzer. Sidi Omar, Tilda, Crusader. Aber wir sind halt bis hier hinten. Aber es ist, glaube ich, die Hauptbastion dann hier. Heißt im Klartext, Artillerie und Infanterie gehen hier rüber, erobern das, während die Panzer nach unten fahren, die Panzer wegballern und die Infanterie kommt danach und erobert dann die Stadt. Das ist der Plan, ja. Okay. Wie weit fahren wir? Erst bis hierhin. Wenn wir fahren bis hier, genau, gleich aussteigen. Ja, irgendein Alibi-Panzer muss noch in die Richtung mitfahren. Weil, ja, hundertprozentig, wenn ich die Art jetzt hier hinschicke, mit denen draußen, um sie anzugreifen. Weil die KI ja solche schlauen Züge macht. Ja, schicken wir dich rüber. Du bist ja an sich der Infanterie-Kampf-Ausschaltpanzer, was auch immer. Hier rüber. Gut. Okay. Wir müssen eigentlich die Runde jetzt damit verbringen, uns sich wieder aufzufüllen. 200 Elite. Nee, kannst du vergessen. Komm, bei dir machen wir es mal tatsächlich. Du kommst hier schon mal runter. Du. Was soll's? Eigentlich dürften die uns ja eigentlich nicht wirklich sehen, dass wir hier ankommen. Ich will mal nicht darauf vertrauen. Stuck müsste sich eigentlich auch mal auffüllen. Ja. Und mehr geht jetzt auch gar nicht mehr. Dann schicken wir dich mal hier hin. Okay. Sagen unsere Leute sind mehr oder weniger wieder auf voller Stärke. Könnten wir auch nochmal auffüllen. Ja. Wenn wir schon dabei sind. Ja, aber stelle ich mal hier davor, so.
ey. Hä? Konnte der nicht gerade eben noch schießen? Warte mal. Ach, die Arti, natürlich. Ich hab die... Also, ja. Also das sollte so, glaube ich, nicht aussehen, ne? Ja, deswegen haben sie vergessen. Weil sie im Berg steckte. Sie steckte im Berg. Bomber. Und ein strategischer. Kommen die da echt wieder raus? Der kommt uns hier echt entgegen. Scheiße. Ja. Ja, okay. Jetzt muss man der Kailas unberechenbar ist. Das war halt wieder völliger Schwachsinn, was sie hier gemacht hat. Na gut, ich beschwere mich nicht, ne? Ja, greif ich mal an. Und jetzt hier quasi geschickterweise noch Prestige geschenkt. Da danke ich für, ja. Wir nehmen kurz den Hafen wieder ein. Einen Schritt vor. Jetzt bewusst nicht mit der Arti hier geschossen, weil ich erst. Ich wollte sie mir von da unten aufsparen. So, reichen unsere Jäger? Weil sonst hätte ich das Ding nicht eingeklappt und das Genie-Panzer eingesetzt. Ich glaube, das ist auch wichtiger. Das ist jetzt nur ein strategischer Bomber. So, jetzt rebasen wir dich dann. Hierhin. Ich mal hierhin, ja. Kannst du hier die Panzer dann angreifen, nächste Runde. Mach mal kurz hier drüben fertig. Sie haben es wieder gemacht. Alter. Okay, erstmal dich. So. Schick sie mal in die Richtung. So. Ja, ich habe die Batterie wieder nicht beachtet. Aber es ist völlig egal. So. Und jetzt mit den Leuten hier nach Osten. Okay. Ja, unser netter Bomber hier, den könnten wir jetzt auffüllen. Das machen wir auch. Endlich müssten wir wieder auffüllen. Das machen wir auch direkt. Okay. Also, einklappen. Und hier Schaden machen. Das ist zwar nur der Crusader in Anführungsstrichen. Wo ist denn hier der... Da, dich habe ich gesucht. Die Kanone de irgendwas. Hm. 1 und 3. Problem ist eher das Movement hier, weil hier der Berg ist und hier dieses Gedöns. Ja, das meinte ich. Kommst du da noch irgendwie hin von der anderen Seite? Nee. Geil. Tja, he will live to fight another day. Nochmal hier hin und aussteigen bitte. Bringt alles nichts. Euch wollte ich hier angreifen wegen der Befestigung. Und nicht mal näher ranziehen. Auch wenn es... Ich würde ihn da hinstellen, wenn der schon tot wäre. Stell ich mal hier dazu. Das ist echt zu gefährlich. Stell ich mal hier hin. Ich komme sie ja echt raus. Das wäre ja wieder mal aber witzig. Genau, der Infanteriepanzer war auch hier hin. Der Stuck, der nichts befeuern kann. Ja komm, der kommt auch darüber. Der kann hier auch helfen beim Belagern. Du kommst mal tatsächlich hier hin. Oh, die Zeit. Die Zeit. Zug beenden. Es ist echt unglaublich, ne? Es ist echt unglaublich. Na gut. Wenn ihr wieder von den Panzer abgeschlachtet werden wollt wie beim letzten Mal, dann bitte.
Scheiße. Das war knapp. So, du musst dich jetzt also erstmal heilen. Jesus, ey, ich hasse diese Jäger. Jäger aus der Hölle. Minus 3, minus 2. Schaffen es halt nicht mal mit 3 unserer Jungs den abzuschießen. Ja, das habe ich gesagt. Und ich spare mir mal kurz den großen Bomber, falls wir hier schon angreifen können. Ja, das ist halt jetzt interessant. So, wir nehmen das gleich ein, ja. Die müssen suchen. Einfach mal dahin. Bisschen mehr disrupten noch. Wie es am besten ist. Ich meine, reinfallen müssen wir auf jeden Fall, weil wir die Punkte brauchen. Ich weiß nicht, ob das mit dem 0-2 hier nicht ein bisschen mehr wert ist eigentlich dann. Ist die Mathilde darüber gefahren, ne? Solange wir ihn nicht overrun, also nicht töten, ist das halt ein bisschen blöd. Ach, guck mal, das. Nutzen wir das doch so hier. Ich hoffe nicht, dass sie jetzt. Okay, passt perfekt. Genauso wollten wir das. Okay, jetzt hier rein. Hey, ihr macht dann natürlich trotzdem nichts, aber ja. So ist das halt. Jetzt haben wir genug Punkte, um die Pioniere wieder aufzufüllen. Um einen ordentlichen Stadtsturm zu machen hier oder so. Falls es notwendig wird. Das ist so geil hier. Tja, hier vom High Ground aus, habe ich gehört, hat man ganz gute Chancen. Ja, steht auch noch Infanterie rum. Ohne Ende. Der macht da nur minus 2. Okay. Ich muss, soweit ich kümmere, für ja, andere Sachen eh nicht einsetzen. So, Flugfeld ist frei. Ja. Das ist ein Panzer. Abwehr. Infanterie-Panzer ab. Und das ist. Tatsächlich eine Panzerabwehr hier. Ja, großartig. Du bist. Ja, da steht. Sag ich mal, die volle Packung hier. Ja, wenn du da an. Ich denke, dich, dass ich als erstes. Weil dann können wir zumindest mit den Panzern hier relativ frei ausruhen, hoffentlich die ganzen anderen Sachen wegmachen. Minus 2, minus 3 ist, denke ich, noch okay. Diesem Ausnahmefall hier. Okay, ja. Dann fahrt mal. Mal schauen, ob sie noch ankommt zum Gefecht. Jetzt können wir auch weiterfahren. Jetzt sehen wir auch wohin. Okay. Ja, ihr seid halt hier eigentlich jetzt schon wieder völlig falsch. Ich hatte gedacht, dass die blöde Mathilda darüber fährt. Ihr müsst eigentlich hier hin. Und einfach mal dahin. Kannst du dich noch bewegen? Nee. Kannst dich auch nicht mehr wirklich bewegen. Das Ding ist auf jeden Fall leer. Ist die Frage, was hier noch drin steht. Oh boy. Unser Stücker hier. Kommt der da vielleicht noch ran? Ja, kommt er. Können wir da mal nochmal 2 Schaden machen? Ja, auch das reicht natürlich leider nicht. Ich kann das nicht frei machen, weil er sonst wahrscheinlich durch wird und, den Mörser angreift.
Ja, du könntest da mit Facebook natürlich hinfahren. Mir wird die Stadt aber frei. Und das ist selten dasselbe Problem, wie gerade eben schon besprochen. Aber wobei. Ich habe den Panzer eigentlich nicht in der Stadt drin stehen. Das ist nicht so gut. Das bringt halt einfach gar nichts. Das heißt, wir füllen bei euch mal den einen Typ auf. Und werden den Zug. 12. Jetzt wird es langsam echt knapp. Fährt der mit dem Ding das einfach nur, weil er uns töten will? Fassbar. Ist der mit dem Panzerjäger da hochgefahren? Wow. KI, du machst Sachen, ey. So, dann können wir jetzt erstmal. Jeez. So, ich würde euch ja am liebsten einfach mal den Flughafen hier wegnehmen. Also, da die scheiß Matilda wieder aufgefüllt. Verdammt. Komm mal darin. Steht da natürlich eine Infanterie. Das heißt, unsere Pioniere müssen tatsächlich hier hin. Ist der Kater wieder da? Die müssen hier hin. Den Sturm kriegt sonst keiner hin. Wir haben nur noch 3 Züge Zeit. Das ist das eigentliche Problem. Und die Infanterie kann dann hier helfen. Das ist die Frage, die Reihenfolge, wie wir alles machen. So, du. Du gehst weiter auf die Matilda, weil die uns da drüben einfach fett blockiert. Der Stuck fährt mal hier hoch, dann hat er nämlich schön hier Feuermöglichkeiten vom Highground. Schieß mal die hier. Reicht leider nicht. Wir müssen mit der 8-8er hier rüber. Ja. Die Tier können wir halt einfach mal abhauen. Bomber könnte euch aufweichen. Schon mal. Weißt du, wie viele? Du hast 9 Punkte. Okay, das kann man machen. So. Das ist eine lustige Lage, dass die Artillerie hier die erste ist. Hallo? Ja, jetzt müssen wir natürlich schon ein bisschen vorsichtiger sein. Ich meine, es ist nicht unsere Artillerie, wir werden sie eh nicht behalten können. Ja, schade, ein Schritt weiter. Bald können wir nächste Runde zumindest schießen, denke ich. Dali, machst du gerne Kurs auf dem Schreibtisch mal, du kennst das alles schon. Geh mal auf deinen Platz, bitte. Danke. So. Jetzt hier, also irgendwie. Kritische Einheiten ausschalten. 2 Schaden machen wir da. Und 4. Muss aber auch da reinfahren. Du kannst das tatsächlich machen. Gut. Aber die Matilda umzingelt und die haben keinen Flughafen mehr. Naja, außer den da hinten, verdammt. So, zumindest hatten sie nicht mehr genug Geld, um den einander aufzufrischen. Ja, und du musst eigentlich hier vorbei. Dieser scheiß Matilda, um die Infanterie zu töten. Das ist echt. Das wird aufgefüllt werden, bevor man dich tötet. Ja. Da rück's. Mal hierhin. Steigt direkt aus. So, dann machen wir minus 1, minus 3. Du machst minus 4. Warte mal hier, vielleicht kommt er ja auf die Idee. Jetzt soll ich so sagen, okay, ich fahre da jetzt raus. So, und jetzt erledigen wir dich. Jetzt können wir auch nochmal schießen. Wir schießen gegen die Pack.
So. Nicht unser Problem hier oben immer noch nicht. Das ist ein Scheiß. Wir haben ihn zumindest leicht vertrieben. Damit unseren eigenen Mann umzingelt. Ja, man muss sie einfach lieben, diese Mechaniken. So, wenn wir hier an. So. Zieh dich mal zurück. Ne? Wir wollen ja hier nicht unnötig Leute killen. Keine Ahnung. Ja, du bleibst da stehen, schätze ich. So, und du? Er muss jetzt hier erstmal weiterfahren. Gott, das wird so knapp. Das ist unglaublich knapp. Können wir euch noch irgendwie für Strafing Runs einsetzen? Wenn ich ganz ehrlich bin, eigentlich nicht, weil wir euch erstmal hochheilen müssen. Zumindest dann in der nächsten Runde. So. Okay. Okay. Geschossen hat aber jeder. Außer du. In der nächsten Ansehen selbst Problem haben, werden wir wahrscheinlich keinen Prestige haben. Wir haben schon so viele Flugzeuge abgeschossen, sie kronen sich immer wieder neue. Panzer hin. Okay. Kommt halt echt noch ein Panzer hin. Naja, das ist uns egal. Wir müssen eigentlich dahin. Den muss sich jetzt halt jemand anders kümmern. Einfach nur blockieren, dass er nicht hochkommen kann. Das heißt, das machst du. So. Du gehst dahin, du kannst nächste Runde dann hier beschießen. Du kannst du auch jetzt nochmal einen Schuss abgeben. Wenn ich da dann gehe, kann ich da immer noch nicht rein, wenn ich da... Nee, doch, ich könnte... Ich aber nächste Runde nicht schießen. Ja, geh mal hier hin. So. Dann unsere... ganzen Leute. Ich habe sie jetzt hab so bewegt, glaube ich, oder? Oder habe ich das vergessen? Wenn ich das vergessen hätte, dann... Scheiße. Du bist derjenige, der das hier macht. Du bombardierst hier. Wir müssen überlegen, wie wir das am sinnvollsten nutzen. Jetzt die Luftwaffe des Feindes, ehrlich gesagt, das den hier anzugreifen. Das heißt, ignorieren, also, ne? Wenn die hier schon beschießen, so ist es nicht. Da, wo es geschickt ist, wenn wir es halt nicht machen. Okay. Also, du kannst bestimmt den hier töten, ja? So, hier dann, schon mal ein Schuss. Das juckt die auch ein. Ja, jetzt sind sie ein bisschen disrupted und etwas weniger eingegraben. Oh. Meow. Charlie. Ja, das ist jetzt wieder alles. Egal, was wir machen, ist halt wieder sehr riskant. Wenn wir die hier rauslaufen, Brownie hat Infanterie. Und der versperrt uns hier wieder genau den Weg, ne? Raus hier. So. Ist man eigentlich da dann? Ach Gott. Das ist ein Panzer, Abwehrpanzer. Stuck fährt mal hier hin und beschießt die Stadt weiter. So, was haben wir denn jetzt noch im Angebot hier? Also ihr müsst da definitiv hin. Würde ich sagen. Dich müssen wir auffüllen, sonst stirbst du.
müsste eigentlich auch relativ leicht sterben. Wir versuchen mal hier die Artillerie mal wegzuballern. Ja, zumindest zu beschädigen. Ja komm, das nützt dir alles nichts. Wir müssen hier jetzt aggressiv vorgehen, sonst wird das gar nichts mehr. Okay. Ja, die Chancen sind noch immer sehr schlecht natürlich. Ja, du hast ja schon geschossen. Warte, kann ich dich da hinstellen? Ich denke schon. Dann werden wir mit dir dann zur Not auch hier mit angreifen. Und du hältst das hier einfach. Nur das mit dir. Du hast also weniger... Aber hier noch den Anti-Tank dahinter stellen, dass du Unterstützung hast. So. Ihr kommt hier hin. So. Ach, ich hätte mit dir die Artillerie ausschalten können. Da vermute ich jetzt einen Fehler tatsächlich. Was? Ich kann es nicht mit dir ausschalten, aber es sieht nicht so aus. Du könntest auch noch sogar Schaden machen. Fahr mal darüber. So. Füll dich auf. Ja. Ja, du kommst aber hier hin. Wer war denn noch nicht dran? Ja, ihr wart noch nicht dran. Hier liegt unsere gesamte Hoffnung hier. Okay, wir können. Hat er aufgefüllt? Okay, wir haben es mal kein... Die bekommen... Was? Was? Es ist echt unglaublich. Wahrscheinlich war das der Todesstoß für uns, ehrlich gesagt. Weil ohne Infanterie das jetzt zu erobern, ist halt, glaube ich, eher unmöglich. Ich meine, wir müssen halt mit allem hier, was wir haben, irgendwie draufballern. So, hier. Alter. Das gibt's doch nicht. Du machst hier dein Bombardement. Ey, dieser Move, dieses Rausfahren, ne? Ja, ihr müsst das natürlich auch noch stürmen hier. Ist nicht so, als sei das alles unproblematisch. Okay. Ihr macht 2 Schaden noch. Das Problem ist, naja, was heißt, es ist eigentlich kein Problem, weil ihr könnt ja tatsächlich rausfahren. Das heißt, du kannst 1 Schaden machen. Du kannst 2 Schaden machen. Ja, und ob die Infanterie das hier schafft, das ist, wie gesagt, die nächste Frage. Und eigentlich müssten wir halt den da auch irgendwie wegbekommen. Da kommen wir so nicht vorbei. Können wir denn noch mit dir hier vielleicht? Nein. Es ist wieder genau ein Feld. Ach. Hätte sie ein Feld vorher aufgestellt, ne? Sind 2. Versuch das mal hier. Okay. Du hast 8, du solltest das halten können, denke ich. Da man die da unten umzingelt. Wir hatten euch mal Honig, dass da irgendwie ein komischer Dude noch angerannt kommt. Im Sinne von ein 2 und 4.
Das kann man noch freiraum, dann können die noch angreifen. Du kannst noch schießen. Ja. Okay, hier. Oh, 1 und 4. Ihr habt die besten Chancen. Die haben sich ergeben. Die haben sich ergeben. Wow. Wir haben es geschafft. Ah, dieses Spiel. Scheiße. Ja. Oh Gott, das wird halt jetzt jedes Mal, jede Mission so heftig, weil wir so viele Einheiten verloren haben. Oh Mann, oh Mann. Naja, mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Tollen.